Moin, hier ist Horst. Ja, heute sind wir wieder in Schwerin. Heute ist zweiter Teil und zwar im Batteriespeicher der WMAC. Und ja, da geht es auch um LKW-Batterien. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Also wir sind jetzt hier in der Mittelspannungsschaltanlage. Wenn man das so auf zu Hause runterbricht, ist das euer Hausanschluss. Ne? Also da, wo die Kabel sozusagen ins Haus reinkommen und an den Zählerschrank und die Sicherungskasten gehen. So ähnlich ist das hier auch. Da hinten die ersten drei oder die ersten beiden Felder auf der linken Seite von mir aus gesehen. Das ist sozusagen der Hausanschluss. Da kommen die Kabel hier an vom Umspannwerk hier gegenüber. Und dann habt ihr zu Hause auch so einen Hauptschalter, ne? Das ist die J03 dort, die Zelle, das ist sozusagen die Kundenübergabe, Hauptschalter. Dann kommt der Zähler, das ist das große Feld, genau, wo die Dame davor steht, sozusagen die Messung, ja, wo der Zähler läuft. Dann kommt der Eingedass-Trafo, das ist zu Hause sowas wie der Klingeltrafo. Und da kommen eigentlich die ganzen Sicherungsautomaten, ne? Alles was hier hinterher kommt und auf der anderen Seite auch zu sehen ist. So könnte man das beschreiben. Allerdings ist das hier alles auf 20.000 Volt und noch ein bisschen größer gebaut, ne, wie man eben auch sieht. Aber im Prinzip könnte man das so erklären. Ja, wir sind jetzt hier in der Mittelspannungsschaltanlage. Wir arbeiten uns jetzt sozusagen den Strompfad entlang. Ja. Hier kommt 20.000 Volt an und wir gehen dann jetzt alle zusammen den Strompfad bis zur Batterie. Da hören wir dann auf. Das heißt, wir laufen hier nachher einmal rum. Wir haben hier die Travos, die dann von 20.000 auf 480 Volt runter transformieren. Haben hier die Wechselrichter, gucken wir uns an. Und die Batteriestrings dann zum Schluss. Aber bevor das losgeht, erkläre ich mal, was wir hier eigentlich tun. Dieser Speicher stabilisiert die Frequenz im europäischen Verbundnetz. Das macht er nicht alleine. Wir stabilisieren hier die Frequenz mit 10 Megawatt von 3000 Megawatt circa, die wir in Europa brauchen. Also wir haben in Europa ein Verbundnetz, das heißt, alle Netze sind zusammengeschaltet. Im Studium damals haben wir das so gelernt, das mechanische Modell kann man sich dann vorstellen, als wenn eine lange Welle durch Europa dreht, mit 50 Umdrehungen pro Sekunde. Dreht sie immer. Das sind diese 50 Hertz, die wir in der Steckdose haben und die der Kunde von uns auch haben will. Und für die müssen wir auch sorgen. Und diese 50 Umdrehungen pro Sekunde, die haben wir immer dann, wenn genauso schnell gekurbelt wird, wie gebremst wird an der Welle. Kurbeln tun die ganzen Einspeiser, also Kraftwerke, Windmühlen, Solaranlagen, Biogasanlagen, Braunkohlekraftwerke, Atomkraftwerke und so weiter. Und bremsen tun wir alle. Mit unseren Handyladegeräten, mit unseren E-Autos, die wir am Netz laden, mit der Kaffeemaschine hier im Speicher, mit Klimaanlagen, alles was eben mit der Industrie und allen Verbrauchern, die so am Netz angeschlossen sind. Und diese Welle dreht natürlich immer nur 50 Umdrehungen pro Sekunde, wenn das alles ausgewogen ist. Das war früher zu nicht erneuerbaren Zeiten, also rein Kraftwerks geführt, da hieß das Ganze Lastfolgebetrieb. Man wusste, wie sich die Last verhält. Das konnte man schon viele Tage und viele Jahre vorher, wusste man ungefähr, wie sieht so ein erster Weihnachtsfeiertag aus, wie sieht ein Pfingstmontag aus und so weiter. Ne? Und wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag in Deutschland aus. Und die Energie, die dort gebraucht wurde, wurde schon vorher bestellt bei den Kraftwerken. Es kommen als, ich sag mal, Störgröße, also das ist nicht abwertend, erneuerbare Energien dazu. Nur wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Erstmal haben die immer Vorrang, das heißt, die Kraftwerke müssen sozusagen gegen die Erneuerbaren anfahren bzw. abfahren. Und so ist es auch ohne Erneuerbare immer so, dass der nachgefragte Strom nicht immer gleich der produzierte ist. Und dann entsteht eine Abweichung von diesen 50 Hertz, von diesen 50 Umdrehungen pro Sekunde. Und genau das gleichen wir hier mit dem Speicher aus. Jetzt gucke ich mal, kriege ich hin. Mach weg hier. Ja, toll, jetzt habe ich alles weggemacht. Moment. Du hast mal alles ausgemacht. Alles ausgeschaltet. Schwerin ist schwarz. Jetzt fehlt mir hier noch eine Kurve, die mit der Leistung. Wo ist die denn hin? Ah ja. So, jetzt sehen wir hier auf dem die letzte Stunde. Ne? Also das sind quasi immer hier Viertelstunden. Und im Grün sehen wir die Netzfrequenz. Mal unter 50 Hertz. Also
wird stärker gebremst als gekurbelt, mal über 50 Hertz. Das heißt, die kurbeln, kurbeln zu viel. Und das geht den ganzen Tag immer so hin und her. Was machen wir mit dem Speicher? Ich nehme mal hier diese schöne Überfrequenz. Das heißt, es ist zu viel gekurbelt. Ne? Und wir bremsen jetzt diese Welle, indem wir Energie aus dem Netz ziehen und die Batterien aufladen. Genauso in dem Verlauf, wie sich die Frequenz verhält, also genau entgegengesetzt. Steigt die Frequenz weiter an, ziehen wir noch mehr. Und das Band hier, diese 10 Megawatt, ist sozusagen unser normaler Bereich. Und wenn die Frequenz sich hier drin aufhält, wird das alles noch als normal bezeichnet. Ja, wie das mit dem Speicher funktioniert, wisst ihr jetzt? Wie macht denn ein normales Kraftwerk sowas? Mit langen An- und Abfahrphasen. Ja, aber von der Kohleschippe bis auf die Dampfturbine wird es ja eh zu lange dauern. Daher halten die konventionellen Kraftwerke immer einen Dampfspeicher vor. Ein Dampfspeicher, der steht oben auf dem Kraftwerk meistens drauf. Das ist ein Wasserspeicher, der immer unter Dampf gehalten wird. Und sobald die Frequenz abfällt, ne, so wie hier hinten, geben die zusätzlichen Dampf auf die Turbine aus diesem Dampfspeicher heraus. Und das geht sehr schnell. Und hier, was machen die Kraftwerke da? Geht das Ventil vor der Turbine auf und die blasen den Dampf in die Luft. Also so wird es heute, genau, so wird's heute geregelt. Jetzt gibt es ja sowas wie eine Energiewende. Und ja, also jetzt mal, ich bin auch dafür, aber aus rein ingenieurtechnischer Sicht bringt das Probleme mit sich, denn wir wollen die ganzen Kraftwerke, die unser Netz jetzt so schön stabil halten, abschalten. Und wir schalten uns nicht nur die Erzeugung ab, also die Kilowattstunden, die die Kraftwerke produzieren, sondern auch immer ein Stück Netzsicherheit. Und diese Netzsicherheit oder diese Netzdienstleistung, die die Kraftwerke zurzeit noch am Netz, wie Frequenzhaltung, Momentanreserve durch Synchrongeneratoren, Blindleistung, die müssen wir jetzt auch haben, wenn die Kraftwerke abgeschaltet sind. Das heißt, peu à peu müssen wir diese Dienstleistung neben der reinen Erzeugung anders verteilen. Und die Frequenzstabilisierung, die wir hier machen, ist ein Teil, eine Scheibe von den Dienstleistungen, die ein Kraftwerk neben der Erzeugung noch mitmacht, müssen wir dann anders erbringen. Und Batteriespeicher eignen sich richtig gut dafür. Sie sind viel, viel schneller als ein Kraftwerk, sie sind viel genauer. Also wir regeln sozusagen, können wir uns gleich mal angucken, auf 1 kW oder 0 kW sozusagen hier an der Übergabe aus. So genau kriegt ein Kraftwerk das nicht hin. Apropos Kraftwerk, wir sind hier übrigens auch ein Kraftwerk. Wir haben auch einen Kraftwerksfahrplan. Und der ist, hier zu sehen, 0 MW. Wir sind auch im Kraftwerksregister, ich muss da regelmäßig Statistiken ausfüllen. Die ist natürlich nicht für den Batteriespeicher gemacht, die Statistik, aber egal. Also das meiste wird ausgenullt und wie viel Kohle ich oder wie viel Primärenergie ich hier verbrannt habe. Ja. Kohle, Gas und Öl. Genau. Ja, wir sind allerdings auch kein Perpetuum mobile, also es gibt eine eine Fahrplananpassung zum Nachladen, damit wir sozusagen die Energie, die hier verloren geht im Kraftwerk, auch nachbeziehen. Aber das macht jedes andere Kraftwerk auch, ne, die Fahrplananpassung. Ja, jetzt habe ich gesagt, wir regeln hier auf Null aus. An dem Übergabepunkt, an dem Zähler, da vorne an dem breiten Feld, da messen wir und arbeiten gegen die Frequenz. Und wenn die Frequenz auf 50 Hertz ist und kaum abweicht, wird hier tatsächlich auf Null ausgeregelt, obwohl eure ganzen Elektroautos hier mit 55 kW plus ein bisschen Eigenbedarf ziehen. Ne? Also das sieht außen keiner, dass hier Elektroautos gerade geladen werden oder auch sonst irgendwas. Ja, es ist es so, dass normalerweise 6 Wechselrichter, jetzt passt es gerade nicht hier, weil 2 irgendwie ausgeschaltet sind, eigentlich immer den Betrieb übernehmen und ja, die anderen mehr so in so einem Hot-Standby rumhängen und gerade nicht gebraucht werden. Apropos Batterien, was schätzt ihr denn, wie voll ist denn die Batterie oder wie voll ist denn der Speicher insgesamt geladen? 80%. Warum? Ja, aber wo hängen wir jetzt genau? Also ich weiß es auch nicht, aber ich weiß ungefähr, wo wir liegen. Ja, auf die 60 tippen. Ja, also die Batterien sind, oder der Speicher an sich ist in Summe zu 50% geladen. Achso, wir können ja mal den genauen Wert uns angucken. 47,12. Das heißt aber nicht, dass alle Batterien jetzt halb voll sind. Also der Speicher ist immer halb voll, weil wir in beide Richtungen ja voll arbeiten müssen. Ne? Also um die 50% geladen. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle Batterien auf 50% geladen sind.
Wir fahren die Batterien da, hier sieht man das immer, so zwischen 20% und 80%. Das heißt dann auch eine lange Lebensdauer. Wir haben 20 Jahre Garantie dort auf die Performance bekommen. Und sag mal, wenn ihr das mit euren Autos und den Handys auch so macht, dann halten die auch eine Ewigkeit. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Fragen direkt? Ja? Die Frage ist, wer bezahlt diese Dienstleistung? Ja, diese Dienstleistung, das ist genau. Es wird am Markt ausgeschrieben, diese 3000 Megawatt, von denen ich gesprochen habe, die laufen über eine Auktion und da können sich jetzt alle mit drauf bewerben, die die Präqualifikation erfüllen, also die dafür technisch taugen. Das Problem ist, dass das unbewertet ist hinsichtlich, wie dreckig oder sauber ist jetzt ein Kraftwerk. Also das dreckigste Braunkohlekraftwerk kann sich darauf bewerben und auch der sauberste Batteriespeicher. Und am Ende kriegen alle die gleichen Euros. Das wird da leider nicht bewertet. Würde vielleicht ein bisschen Dreif reinkommen mit einer CO2-Bepreisung. Gut, dann werden die Atomkraftwerke prädestiniert. Na gut, die haben wir jetzt auch ja nur noch 3 Jahre. Jedenfalls in Deutschland, in Frankreich wahrscheinlich noch länger. Das heißt, der Gesetzgeber verpflichtet euch nicht als Versorger nein. Für die Frequenzversorgung. Das ist wirklich eine nationale Ausgeschriebenheit. Genau, ja. So ist das. War es aber vorher auch schon. Also seit einigen Jahren ist das schon, also als die Grafex-Kartelle in Anführungsstrichen noch gab, haben die das natürlich untereinander ausgemacht, aber ich glaube seit, Jost, hilf mir mal, wo ist er? Wie viele Jahre ist das jetzt schon am Markt? Wie viele Jahre? Seit 2000, wie viele Jahre haben wir PRL schon richtig am Markt? 10 Jahre? Vorher war es ja, haben es die Kraftwerke unter sich gemacht und seit Wettbewerblichen Ausschreibungsprozess erst 2007. Genau, also doch schon über 10 Jahre. Genau, gesteuert wird das über die. Richtig. Dass die Frequenz stimmt. Also, wenn man zu Hause sowas betreibt, wird die Netzfrequenz ja genutzt, um die eigenen Wechselrichter anzusteuern. Ja, also ihr könnt die Frequenz. Wir messen die Frequenz, zeige ich nachher nochmal, wie das hier funktioniert. Ein bisschen anders noch als aus dem Netz. Ja. Im Prinzip messen wir schon die Frequenz in der Steckdose, aber wir vergleichen das jetzt nicht mit irgendwie im Quarz oder so, sondern mit der Atomzeit, mit der Satellitenzeit, mit der Serverzeit, der weltweiten Serverzeit und damit wir da auch richtig regeln. Das ist nämlich wichtig, weil wenn wir hier noch verkehrt regeln, ja, dann schaukelt sich das noch ein bisschen hoch. Ja. Wenn ihr Zugriff hättet auf die Wechselrichter, die man zu Hause hat, wenn man die mittakten würde, würde schon leichter werden. Na, was wir machen, auch im anderen Projekt, netzdienliches Laden, wo man genau sowas machen kann. Also ich habe eine Ladekurve, ne? ich lade euer Auto mit 11 kW und auf diesen 11 kW gehe ich mit der Frequenz auch hoch und runter, so wie wir das hier eben auch gesehen haben. Das wäre netzdienliches Laden, das könnte man, wenn wir eure ganzen E-Autos einsammeln, vielleicht sogar noch präqualifizieren und dann könnte man noch ein bisschen Geld verdienen mit dem Autoladen. Aber wenn man überlegt nachher, wie viele E-Autos quasi im Feld sind und wie viel ein hoher Anteil sicherlich über Nacht zumindest auch an der Ladestation hängt, ist es natürlich schon ein ganz schönes Potenzial. Allein, was wir jetzt hier an Kapazität auf dem Hof haben, ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Ne? 44 kW Ziele gerade gesehen. Ja, genau. Ja, genau. Habe ich auch gesehen. Und das ist ja, wie gesagt, noch nichts. Also ich hatte hier schon 130 kW, als hier die E-Mobil-Rallye waren. Und da hingen die meisten an der Schokosteckdose. aber da haben 30 Autos, haben wir hier schon über 130 kW dann rausgesogen. Ja. Gut, wir gehen mal weiter. Und bevor es hier mit dem großen Speicher weitergeht, denke ich mal, werfen wir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Und lasst doch bitte unten Kommentare da. Ja, und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und vergesst nicht, unten die Glocke zu klicken, dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Übrigens, das Abo ist kostenlos, wie bei jedem YouTuber. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es kommt natürlich noch der 3. und 4. Teil. Schaut einfach wieder rein oder noch besser Abo, dann kriegt ihr also automatisch Bescheid, wenn die rausgekommen sind. Also bis dann, schönen Dank fürs Zuschauen, euer Horst.